Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Fische. Heute möchte ich gerne mit dir das Wochenhoroskop 5. bis 19. Mai mit dir teilen und mal schauen, in welcher Energiefrequenz du schwimmen wirst. Ja? Was ist das, was das Tarot dir gerne als Hilfestellung mit auf den Weg geben möchte? Lass es einfach fließen, bleib in deiner Energie. Gerade die Menschen, die ihr schon über 55, 60 seid, okay? Zeigt einfach euch selber und dem Leben, wie schön es ist, noch daran teilzuhaben. Fische, aus irgendeinem Grund habe ich die Barmherzigkeit-Energie bei dir, ja? Eine Chance, Barmherzigkeit zu finden, Barmherzigkeit zu leben, barmherzig dir gegenüber zu sein, die Liebe von jemand anderen auch zu spüren als Geschenk der geistigen Welt. Irgendwas ist im Umbruch bei Sternzeichen Fische. Yes, der Teufel, ich wusste es doch schon. Guck mal, wenn die Energie der Barmherzigkeit kommt, heißt es, ja, hier gibt es etwas zu klären. In der kommenden Woche wirst du vielleicht aufgefordert werden, eine Situation ehrlich ins Auge zu schauen, dir bewusst zu werden, dass deine Handlungen Konsequenzen haben können für dich, für jemand anderem, dass du dich nicht verleiten sollst, ungerecht zu werden zu dir oder zu anderen Menschen, dass du Ordnung in deinen Papieren, Dokumenten, Unterlage reinbringen sollst, dass du in die Selbstliebe wiederfindest, in das Vertrauen zu dir selber, dass deine Fassade der Powerhaftigkeit auch mal bröckeln darf. Barmherzigkeit war die Energie, die ich bekommen habe. Und hier geht es darum, der Teufel sagt, haha, Honey, wir wollen dich mal aus der Bahn fischen, ja? Wir wollen mal zeigen, wie schön es ist, abhängig zu sein. Wir wollen mal zeigen, wie schön es ist, konfus zu sein. Wir wollen einfach mal gucken, wie schön es ist, dass du passioniert bist, ja? Aufpassen. Kommende Woche kannst du mit einer toxischen Energie zu tun haben. Auch mit dir selber vielleicht Fische. Lass dich also nicht aus der Bahn werfen. Hier geht es darum, kommende Woche, sei dir bewusst, dass etwas ans Licht kommt, etwas kommt raus, etwas kann dir vielleicht nicht gefallen, okay? Etwas darf sich konkretisieren. Hast du so passionierte, leidenschaftliche Bedürfnisse? Darfst du sie leben, aber aufpassen, dass du nicht in etwas Toxisches gerät, ja? Dass du auch nicht im Zweifelfall an irgendwelche Suchtmittel gerätst, okay? Dass du ein bisschen alles in Maßen hältst, aber dass du ratzifatzi, ja, du bist von einer Jungfrau-Energie begleitet. Eine Jungfrau zieht dich immer wieder zu Boden. Also, hallo, nicht zieht dich runter, sondern holt dich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Eine Jungfrau-Energie, die Liebe, die Feinfühligkeit, die Intuition, die Power, die Leidenschaft, die Barmherzigkeit der Jungfrau wird dir sagen, Honey, das ist nicht korrekt. Oder Honey, es ist super schön, fühl dich geborgen. Also Fische, kommende Woche heißt es, stell dich der Herausforderung. Stell dich den Egos, stell dich den Menschen, aber bleibe in deiner Mitte. Egal, wer dir was sagt, ja, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht toll genug bist, dass du nicht sexy genug bist, raus da, das ist totaler Humbug, ja. Es gibt für viele Menschen ein Schönheitsidealbild, außen Fassade, der Körper verwest irgendwann, wenn wir nicht mehr da sind, ja. Die Hülle geht kaputt, wir dürfen zunehmen. Nudeln mit Ketchup und Butter, ja, wenn deine Seele nach Nahrung sucht, mach dir Spaghettis mit Butter und Ketchup. Das wird dir einen seelischen Orgasmus geben, eine Befriedigung, ja, dich wieder in die Mitte pfeifen. Es ist eine Seelennahrung, die simpel ist, günstig ist, ja, aber wird dich wieder in den richtigen Flow bringen. Okay? Ein Geschenk erwartet dich in der kommenden Woche, eine Überraschung erwartet dich. Die geistige Welt wird dich immer wieder retten. Wir haben hier den Teufel, die Versuchung, die Verführung, ja, das Toxische und hier haben wir Gott, der sagt, Honey, du weißt doch, dass ich dich liebe. Du bist doch fähig. Ja, du bist doch so wertvoll für mich und für viele Menschen. Also, geh die Sachen an, hab nicht so viele Paras. Ja, trau dich wirklich, dich mit dir selber wieder zu verbinden. Reflexion, nicht zu streng zu sein, nicht mit anderen so streng umzugehen. Komme wieder in deinen Fischeflow zurück. Du bist Licht, du bist Freude, du bist Freiheit, du bist Vernunft, du bist Kreativität, du bist Power, du bist alles, was du sein möchtest, aber aus der Sicherheit, aus der Liebe heraus. Okay? Fische, die Zahl 10, 44, die Zahl 4, die Zahl 8, die 1, die 5, die 9, die 54, die 43, die 34, die 53, die 77 können vielleicht von Bedeutung sein. Okay? Hier haben wir noch ein paar Buchstaben. Das M, das W, F, V, N, K, R und Q. Passe diese Buchstaben an. Name, Kosename, Geburtsname, Herzensmenschen, was weiß ich nicht, auch immer. Ja, hat diese Buchstabenkonstellation für dich keine Bedeutung? Kein Problem, raus da, lass es ziehen. Lebe im Hier und im Jetzt. Es geht um dein Mitgefühl, um deine Barmherzigkeit, um deine Liebe und deine Kreativität, um deine aktive Denkweise. Wow, Fische, ich bin beeindruckt.
Fische, ganz, ganz lieben Gruß von mir. Schöne Woche, genieße diese Woche, okay? Danke, dass du meinen Kanal like, teilst, abonnierst, kommentierst. Jedes Kommentar wird von mir beantwortet. 2 Legungen habe ich noch frei, privat und zielorientierte. Sonntags 19 Uhr Live-Chat. Sei dabei, genieße die Woche. Es wird eine herausfordernde Woche, aber denk dran. Sobald der liebe Gott durch die Türe geht, kommt der Teufel durchs Fenster. Lass dich nicht verführen, okay? Und verführe du auch keinen anderen, wenn du weißt, dass das keinen Sinn hat. Es wird spannend, Fische. Ich liebe euch. Bis bald. Bye.